Damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist ja euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal wieder auf KuchenTV. Amad hetzt und lügt gegen Monte und Gönnergy. Ich habe tatsächlich noch keinen Gönnergy bekommen, aber vielleicht gibt es den bei uns ja bald. Wie schon gesagt. Ich bleibe gespannt. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen drum, da lassen natürlich jedem freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's rock. Der Energies. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Es ist jetzt das beste und perfekteste Influencer-Produkt auf den Markt gekommen. Natürlich spreche ich von Gönnergy. In drei heftigen Geschmacksrichtungen: Blueberry Coconut, Tropical Exotic, wo keiner wirklich weiß, was drin ist, und Raspberry Cheesecake. Allerdings gibt es natürlich mal wieder eine Person, die dagegen schießen muss und die das nicht ganz so toll findet. Und die Rede ist natürlich von unserem lieben Ahmad. Und ich muss Wie sagen, er hat immer. wirklich recht. Als ich letztens zu meinem Platz zurückgegangen bin, hat mich die Gönnergy-Dose einfach bedroht. Gib mir all dein Geld! Wow, hey Bro, ganz ruhig! Was er zum Glück nicht weiß, ich habe dank Monte mein ganzes Geld für CSGO-Cases ausgegeben und kann mich wehren. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Bevor wir uns angucken, was für wacke Punkte Ahmad da vorträgt, sollten wir uns erstmal die Frage stellen, warum kommt zufällig dieses Video eigentlich gegen Monte? Naja, es ist ziemlich einfach, weil Monte ihn mehrmals gefrontet hat. Er selber Kann zeigt ich das auch im nachvollziehen. Video, beispielsweise das hier. Gerne einen Kommentar und ein Abo da, damit genug Menschen das sehen. Ahmed ist einfach nur abgefuckt, irrelevant es ist. Es gibt in diesem Video auch random noch eine Stelle, wo er das eingebaut hat, und zwar die hier. Sondern, dass der größte Influencer in Deutschland, Montana Black, sein Gesicht dafür hergegeben hat. Zwischen mir und dir, Ahmed, ist, ich bin fame as Das sind auch nicht die Ja, einzigen das habe Stellen. ich Nachdem ich mein gesehen. Video zu Ahmad gemacht habe und Monte darauf reagiert hat, hat Ahmad das Video Monte hört zu hochgeladen. Und da beispielsweise zeigt er am Anfang folgenden Clip. Und ich glaube, Ahmed ist einfach nur abgefuckt, weil A, er irrelevant ist, und er hat auf seinem Kanal 14.000 Aufrufe bei 109.000 Abonnenten. Who the fuck is this guy? Er scheint halt wirklich sehr krass davon getroffen zu sein, dass Monte ihn in einer Tour frontet. Das Geile ist, er blendet auch später das hier ein. Das eher so das letzte Mal sein, dass wir hier im Stream auf dich reagieren. Das Blöde an der ganzen Sache ist nur, du hast nie auf mich reagiert, sondern du hast auf KuchenTV reagiert und nicht auf mein Video. Das heißt, an Monte. Wen juckt es? Wenn Kuchen über dich berichtet, Digga. Und auf Dings, wenn Kuchen über dich berichtet und Monte aber gleicherseits auf Kuchen, dann ist das Ding, er reagiert auch auf den Inhalt, den Kuchen da erzählt über seine Berichterstattung. Und das heißt, er reagiert eigentlich gleichermaßen auch auf dich. Digga, wie kann man so verbohrt sein wie dieser junge Mann? Das ist ja echt. Boah. Das hier wird dein erstes Video, auf das du auf mich reagierst. Oh Mann, na klar macht er das. Ich und Monte lachen in Gönnergy. Aber wie komme ich darauf, dass es eventuell nur darum geht, Monte jetzt eins auszuwischen? Naja, die Punkte, die er anbringt, die auch alle weg sind, dazu kommen wir aber gleich, hätte er bei anderen Influencer-Produkten genauso anbringen können, hat dazu aber komischerweise gar nichts gesagt. Knossi beispielsweise hat selber seinen Alge-Drink als Softgetränk nochmal rausgebracht. Auch da sind 30 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter drin, plus da ist auch noch Zucker dabei. Da kam komischerweise kein Video, obwohl das nicht mal als Energy gekennzeichnet ist, was by the way auch ein Kritikpunkt von Ahmad ist. Shirin David's Dirty ist ebenfalls in einer 500 Milliliter Dose, hat ebenfalls 32 Milligramm Koffein pro 100 Gramm und dazu noch Zucker. Da gab es auch kein eigenständiges Kritikvideo dazu. Das einzige, was ich dazu überhaupt gefunden Digga, der hat doch nur irgendwas gegen Monte. Das ist immer so. Er schießt entweder gegen Kuchen oder Monte. Und das ist das Problem. Der tut sich das zu sehr ausmalen und so weiter. Ganz ehrlich, wie kann man denn so irrelevant sein und die ganze Zeit auf solche Leute? Ich meine, du kannst ja auf Leute reagieren, das ist ja kein Problem. Ah, Digga, warum muss man sich darauf festbeißen und die ganze Zeit immer dieselben Personen angreifen, obwohl die dir das gefühlt in deinem Leben noch nie irgendwas getan haben? Ich denke auch nicht, dass Monte diesem Ahmad oder wie er heißt, irgendwas getan haben wird und so weiter. Warum der dann so verbissen ist, Monte und KuchenTV eine auszuwischen, das kann ich euch jetzt nicht verraten, aber trotzdem, es ist einfach nur so fucking wack. Also, das ist so traurig.
Boah. Habe, ist das hier. Damit sie ihr Dirty vermarkten kann. Ihr Dirty, was übrigens eine Zuckerbombe ist und auch noch in der Alkoholvariante auch verfügbar ist. Für die Leute, die gerne ihr Leben ruinieren wollen. Ach so, eine Zuckerbombe. Hä, was? Habe ich gerade doch zu Sheeran David hat er was gesagt, okay. Ja, aber trotzdem, Leute deswegen zu fronten, beziehungsweise sich über die Produkte anderer zu beschweren, Brudi, dann sauf's doch nicht oder dann, es kann dir doch scheißegal sein, was Sheeran David verkauft. Wenn sie Bock drauf hat, dann verkauft's es halt. Was juckt dich das eigentlich, denke ich mir so. Und ist also was Negatives? Naja, zum Glück ist bei Monte ja gar kein Zucker drin. Das wird jetzt ja sicherlich nicht auch kritisiert, oder? Das meiner Meinung nach Schlimmere ist, dass das Getränk keinen Zucker hat und damit geworben wird, dass es kein... Ja, warum ja und nur weil es keinen Zucker hat. Kein Zucker hat. Hä, das kann doch gar nicht sein. Es ist doch gut, dass es keinen Zucker hat. Ja, ist es irgendwo, auch wenn Ersatzstoffe benutzt werden, also Süßstoffe. Aber dadurch, dass kein Zucker hinzugefügt wird, was eigentlich ein guter Aspekt ist, dass kein Zucker hinzugefügt wird, nutzt das Gönnergy und tut damit noch mehr, als wäre es ein gutes Getränk, ein gesundes Getränk. Okay, also nur um das mal festzuhalten, wenn Zucker in einem Influencer-Produkt drin ist, ist es Müll. Aber wenn kein Zucker drin ist, ist es genauso Müll. Ja super, dann weiß ich ja auch... Dem seine Logik, Alter. Weißt du was, der ist genauso wie die Politiker. Der will einfach alles verbieten, wisst ihr, alles was Spaß macht und so weiter. Weil an dem seiner Stelle müsste jeder nur noch aus dem Bach trinken und Wasser saufen. So ein Ding. Hier, zum Beispiel die Limo, die ich hier gerade trinke. Die Limo hier. Was war das? Pink Grapefruit Cranberry. Von Granini ist es. Willst du dich darüber auch noch beschweren, Ahmad, oder wie du heißt? Willst du dich darüber auch noch beschweren? Ja, komm gern. Kauf dir so ein Ding und dann beschwer dich drüber. Mach doch. Aber ganz ehrlich, das ist sowas von traurig. Auf jeden Fall Bescheid. Das Ding ist auch, ich habe tatsächlich nirgendwo gefunden, dass Monte oder Gönnergy damit wirbt, dass das Produkt jetzt unfassbar gesund sein soll. Also ja, zu vergleichen. Ja, also wieder Dings schön die Lügenfresse aufgemacht und dann einfach nur irgendeinen Scheiß rausgelabert, ne? Vergleichbaren Energies hat es halt einige Vorteile. Natürlich ist Koffein, kein Zucker und einige Vitamine. Aber deswegen wirbt man ja nicht damit, dass das jetzt das Ersatzprodukt für Wasser oder sowas sein soll. Ja. Natürlich sollte man Energies, egal von welcher Marke, nur in Maßen trinken. Das Lustige ist, dass es von Monster oder Red Bull auch eine Zero-Variante gibt. Dazu habe ich aber komischerweise noch kein eigenständiges Video gesehen. Die Zero-Variante von Monster habe ich auch schon getrunken und die hat mir echt sehr gut geschmeckt. Wir sehen, das ist ziemlich komisch eigentlich. Genauso lügt er halt auch einfach. Aber nur weil es Zero ist, ist es nicht automatisch gesünder. Fach. Der Koffeingehalt und andere negative Inhaltsstoffe werden nach hinten gestellt und man nimmt genauso wie bei NG bunte Dosen, buntes Auftreten von ihrem guten und schönen Vorbild Montana Black. Der Koffeingehalt von Gönnergy wird also so nach hinten geschoben, im Sinne von man will da gar nicht drüber reden. Bro, ich will nicht sagen, aber bei der Produktvorstellung auf Instagram im zweiten Slide nach den Bildern ganz oben links steht direkt der Koffeingehalt. Auf der Gönnergy Instagram Seite unter dem Slide Fragen, ist es die zweite Story, wo auch nochmal gepostet worden ist, dass da 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter drin sind. Also, wo wird das nach hinten geschoben? Es wird ganz klar gesagt, dass es sich hier um ein Energy handelt und wie viel da drin ist. Lustig. Ich sag's ja, der Junge, der ist so ein Dummschwätzer, das gibt's gar nicht. Lustigerweise zeigt Ahmad diesen Slide auch ein paar Mal in dem Video. Ignoriert das aber trotzdem, dass das da steht. Oder auch das hier. Vermarktet das Ganze an eine extrem junge Zielgruppe, ohne über den Koffeingehalt oder sonstiges aufzuklären. Wo spricht Monte mit Gönnergy eine extrem junge Zielgruppe an? Wenn ich mir so angucke, was für Reactions von Monte... Das Ding ist, die sind ja in den Supermarkt gekommen. Ich meine, das ist bei einem vorgekommen, dass er zwar früher losgekommen ist, ist ja auch egal. Aber das Ding ist, jeder kann nur in den Supermarkt gehen und sich das kaufen. Und das Ding ist, selbst wenn Monte das als 16 oder 18 Produkt eingestuft hat, dann ist es zu Recht so. Mein Gott. Ich meine, es kann sich halt jeder kaufen und so weiter. Das heißt aber auch nicht, dass es sich jeder kaufen wird. Also,
Schon wieder so eine doofe Aussage. So hochgeladen werden. Ja, da sind auch manchmal Sachen für Jüngere dabei, wie vielleicht diese Hugo-Reactions. Größtenteils reagiert er aber auf Leute wie mich oder Sascha oder eine Marvin, die halt eher für eine ältere Zielgruppe Videos machen. Ich würde sagen so 16 plus, aber wahrscheinlich auch viele, die älter als 18 sind. Daher verstehe ich den Vorwurf nicht so ganz. Klar wird Monte auch jüngere Fans haben, aber darf natürlich er deswegen jetzt nicht so ein Energy-Produkt rausbringen, weil 12-Jährige das eventuell nicht trinken sollten? Er ist doch nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwelche Minderjährigen sich das Zeug literweise reinkippen. Die Verantwortung liegt doch immer noch bei den Eltern. Eben. Bei dieser Sichtweise dürftest du ja als Influencer überhaupt nichts rausbringen, was minimal, auch wirklich nur minimal, so ein kleines bisschen schädlich für Minderjährige. Vor allem, was juckt es ihnen eigentlich, was aus den Kindern wird und so weiter. Die Kinder können doch machen, was sie wollen. Das Ding ist, tut er jetzt in jeder Familie nachgucken, ob irgend sich ein Kind Gönnergy gekauft hat, nur weil er das Produkt schlecht reden will. Und noch auf der anderen Seite, wie schon Skuchen auch gerade gesagt hat, es liegt bei der Verantwortung der Eltern zu schauen, dass ihr Kind nicht sowas kauft, und wenn an, dann sollten sie es ihrem Kind halt wegnehmen, wenn es das nicht trinken soll. Aber das heißt jetzt nicht, dass du dich hier groß machen musst, du mit deiner komischen Ignoranz und du mit deiner komischen Meinung da, Alter, was du alles in den Vordergrund stellst, für Lügen und für irgendeinen Scheiß, den du da vorbringen musst. Und ganz ehrlich, ich muss da dazu sagen, und Ahmad, ich spreche dich da gerade persönlich an. Bruder, weißt du was? Mach dein Ding, mach deine normalen Reactions, aber das Ding ist, Monte ist einfach famer als du. Und das Ding ist einfach, selbst wenn er damit vielleicht gerade so einen guten Erfolg erzielen wird mit Gönnergy, trotzdem würde ich noch um Längeres von Monte Gönnergy trinken, als wenn du irgendein Influencer-Produkt rausbringen würdest. Denn das würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Das würde ich nicht mehr mit der Zange anfassen. Nur damit wir uns da verstehen. So, machen wir weiter. Sein könnte, weil jeder mit einer großen Reichweite hat auch Kinder, die einen feiern. Aber das Komische ist auch hier wieder, dass andere Energy-Getränke noch nie von ihm kritisiert worden sind. Aber beispielsweise Red Bull sponsert etliche Fortnite-Turniere. Und du kannst mir sagen, was du möchtest, aber Fortnite wird von extrem viel... Ja, krass. Das wusste... Also das habe ich, okay, das ist krass. ...sehr jungen Menschen gespielt. Das oder stimmt. Auch Level Up, die damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, zig Influencer unter Vertrag hatten, die ebenfalls dafür geworben haben. Und da musst Eben. Du dir das Zeug sogar noch selber mischen. Da sogar Trimax war da ja eine Zeit lang mit dabei. Was eben? Ich glaube, der ist vielleicht sogar noch mit dabei. Ich weiß gerade, ey, ich bin rausgetappt. Ich glaube, der ist ja sogar noch mit dabei. Ich glaube, der ist noch mit denen gepartnert. Ich weiß es gar nicht. Viel Koffein enthalten, und da ist es natürlich leichter, das überzudosieren, wenn du es erstmal selber mischen musst. Aber das ist auch nicht das einzig Dumme. Es werden sogar vermeintlich irgendwelche signifikant unwichtigen Dinge wie Vitamin B und so weiter genannt. Damit ihr versteht, hier wird darüber geredet, dass durch die guten Inhaltsstoffe dieses Getränks man seine Vitamine füllen kann. Auf was berufen die sich? Auf Mickey Mouse Head oder was? Erstmal lustig, dass er gute in Anführungsstriche setzt. Also sind das jetzt schlechte Inhaltsstoffe oder was? Also ich habe hier eine Dose stehen. Also ich finde jetzt, was da halt so drin ist, klingt eigentlich schon ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Dazu behauptet er ja auch einfach, dass damit geworben wird, dass man mit dem Trinken von Gönnergy seine Vitamine auffüllt. Das stimmt doch aber gar nicht. Der Grund, warum da Vitamin B5, B6 und B12 drin ist, hat den einfachen Grund, und das hätte eine Google-Suche auch ergeben, dass das parallel neben dem Koffein Müdigkeit vorbeugen kann, weil ein Mangel an diesen Vitaminen für Müdigkeit sorgt. Deswegen sind die da drin. Es wird doch gar nicht damit geworben, dass das jetzt irgendwie ein Vitamingetränk ist oder so. Dazu lügt und verdreht er auch weiter. An die ganzen unter 16-jährigen Leute passt aber auch, denn eine einzige Dose von diesem Gönnergy würde schon die Höchstmenge überschreiten, die dieses Kind oder dieser Jugendliche trinken darf. Eine einzige 500 Milliliter Dose ist schon weit über der empfohlenen Menge. Er sagt hier, dass durch ein Gönnergy die Höchstmenge an Koffein an einem Tag für Kinder bzw. Jugendliche überschritten wird. Erstmal ist es schon mal dumm, Kinder und Jugendliche hier als eine Person zu nehmen, weil ein Kind ist man bis 14 Jahren, ein Jugendlicher von 15 bis 17 bzw. 18. Da sieht man mal, wer im Unterricht aufgepasst hat. Kuchen auf jeden Fall. Ahmad, einfach im Unterricht gepennt, nichts gelernt, Digga.
12-Jähriger soll maximal 150 Milligramm Koffein am Tag nehmen. Ja, das entspricht tatsächlich einer Dose. Ein Jugendlicher, der aber beispielsweise 16 Jahre ist, darf schon 195 Milligramm Koffein am Tag trinken. Was ungefähr 20% mehr ist, als eine Dose Gönnergy überhaupt enthält. Und wie gesagt, bewirbt Monte das Ganze auch nicht an 12-jährige Kinder. Selbst wenn die das sehen, weil sie seinen Stream oder sonst irgendwas gucken, ist das nicht die Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Bei Rewe beispielsweise, wo man Gönnergy ja auch kaufen kann, werden Energy-Produkte zum Beispiel erst ab 16 Jahren verkauft. Das ist freiwillig, das macht Rewe einfach für sich. Das heißt, da können Kinder das gar nicht kaufen. Und auch ansonsten muss halt der Staat oder die Eltern da eingreifen. Da kannst du... Das ist glaube ich, heutzutage beim Dings bei vielen Läden so der Fall, dass die sich da nochmal absichern wollen, dass nicht Kinder ab 12 Jahren sich Energy-Dosen kaufen. Ich kann auch verstehen, warum. Weil die sollen das einfach nicht trinken und so weiter. Und das ist, Dings, das ist jetzt nicht an euch, Dings, an meine Community oder an irgendwelche Kinder böse gemeint. Aber das Ding ist halt, es ist sicher. Es ist einfach besser und sicher, wenn man erst ab 16 das trinkt, als wenn man schon mit 12 anfängt und so weiter. Und keine Ahnung. Deswegen irgendwas noch passiert und so weiter. Das wäre nicht so gut. Du doch nicht Monte dafür verantwortlich machen, was irgendwelche Leute in ihrer Freizeit machen. Er zeigt später auch diesen Clip hier. Und kleiner Reminder, die Kinder kommen daran, wie ihr sehen könnt. Testen wir undercover mit dem 12-jährigen John. Keine Nachfrage, nichts. Problemlos kauft John die Energy Drinks. Hat er dich gefragt, wie alt du bist? Nein. Okay, also, der 12-Jährige kauft halt einfach Energy in irgendeinem Laden. Ja, okay, und dafür willst du jetzt Monte verantwortlich machen, oder was? Denk ich mir also auch. Erstmal muss das doch, wenn, der Staat regulieren. Das ist schon mal das Erste. Dann haben auch die Eltern die Verantwortung für ihr Kind. Und dann auch immer noch der Supermarkt, wo das Ganze einfach so gekauft werden kann. Also ich verstehe an sich den Kritikpunkt, dass man sagt, hey, man kommt super leicht an Energies ran. Aber dafür kannst du ja Monte nicht verantwortlich machen. Oder möchtest du jetzt Influencern per se verbieten, sowas rauszubringen? Ja, ich sag's ja, der ist wie die Politiker. Der ist nur noch der Meinung, ja, alle Produkte sind nur noch schlecht, solche Süßheitsgetränke gehören abgeschafft, man soll nur noch Wasser saufen. So ein Ding. So ist der Typ drauf. Weil sich das auch Kinder kaufen können. Ein Alkoholhersteller kann doch auch nichts dafür, wenn an irgendeinem Kiosk Alkohol an Minderjährige rausgegeben wird, weil das gar nicht die Zielgruppe dieses Produktes ist. Achmad stellt das Ganze übrigens so hier dar. Lauft nicht zu, Rewe oder Kaufland, sondern fliegt oder rennt. Dicker, es sind noch so wenige da. Genau das ist die Realität. Okay, es ist also die Realität, dass sich nur kleine Kinder Gönnergy kaufen. Und sein Beweis dafür ist ein TikTok, wo tatsächlich eine offensichtlich minderjährige Person ein Video dazu macht. Ich habe einfach mal selber bei TikTok Gönnergy eingegeben und ich sehe da halt Real Talk neben tausenden Influencern nur ältere Jugendliche oder Erwachsene, die das probieren. Ja, zwischendrin ist auch mal ein Kind dabei, das kann man nun mal einfach nicht verhindern. Aber wenn ich mir die TikTok so angucke, dann entspricht dein Framing, und zwar dieses eine TikTok, eben nicht die Realität. Lustig ist auch das hier. Erst recht nicht hat jemand überhaupt über den Koffeingehalt geredet. Es gab zum Beispiel ganz wenige, wie habe ich gesehen, bei einem... Ach, Achmad, weißt du was? Beschäftige dich mit solchen Themen einfach nicht mehr, Digi, Digga. Also ganz ehrlich, reagier auf irgendjemanden, mach mit jemandem ein Video, mit dem du gut bist und verzieh dich einfach. Weil, ganz ehrlich... Ich glaube, Monte hat langsam auch keinen Bock mehr auf dich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und wie schon gesagt, da spreche ich dich auch einfach so an, wie kann man, wie du, einfach so einen harten Stock im Arsch haben? Das ist unglaublich. Der, dem sein Stock im Hintern, der geht immer weiter rein. Also der Typ, der hat absolut einen Stock im Arsch. Das gibt's nicht. Matthias Clemens in seiner Story, der gefragt worden ist über Gönnergy, der überhaupt den Koffeingehalt erwähnt hat, und zwar, der gesagt hat, ich trinke kein Koffein. Die anderen haben nie darüber geredet. Bro, ich will dir jetzt wirklich nicht die Ehre nehmen, aber Matthias von Sec Plus, der Gründer davon ist, verkauft auf seiner Seite Koffeintabletten mit 200 Milligramm Koffein, was nochmal 50 Milligramm mehr ist, als ein Gönnergy enthält. Und in der Beschreibung wird auch nur ganz oberflächlich ein bisschen über die Gefahren aufgeklärt. Wirklich tiefergehend wird das gar nicht beschrieben. Also ja, tolles Beispiel, was du dir da rausgesucht hast, wirklich super. Was auch wirklich null Sinn macht, ist das hier. Es gab dutzende Fälle, gerade in Amerika zum Beispiel, wo die gesetzliche Höchstmenge an Koffein noch mal höher ist als bei uns, dass Kinder daran gestorben sind. Anfall im Krankenhaus landete.
bei diesem Fall in England war es nun so, dass dieses Kind 140 Milligramm Koffein zu sich genommen hat. Falls ihr euch daran erinnern könnt, das ist weniger als eine Dose Gönnergy. Dem Jungen wurde der Magen ausgepumpt. Zum Glück geht es ihm jetzt besser. Okay, also erstmal, in den USA häufen sich Fällen, wo Leute sterben. Deswegen blendest du eine News ein von einem Kind aus England, was aber nicht mal daran gestorben ist, sondern ihm wurde der Magen ausgepumpt und dann war wieder alles in Ordnung. Digga, bin ich der Einzige, der wirklich maximal verwirrt ist jetzt? Das ja. Geile ist, in seinem Video versteht er auch selber manche Sachen einfach gar nicht. Ich weiß nicht, warum niemand früher auf die Idee gekommen ist, sowas auf den Markt zu bringen. Energy Drink, Raspberry Cheesecake schmeckt wie ein Kuchen zum Trinken. Ah, du weißt also nicht, warum niemand darauf gekommen ist. Und wenn ihr auch Energy haben wollt, gibt es nur noch 6 Tage bei Kaufland und bei Aldi. Also bitteschön. Vor 1,5 Jahren sich für die Vermarktung von Energies an Kindern zu entschuldigen und jetzt nochmal in viel schlimmer das Gleiche zu tun. Bro. Er meinte damit nicht die Idee, einen Energy rauszubringen, sondern die Geschmacksrichtung Raspberry Cheesecake. Eben. Wie kann man das denn nicht verstehen? Ahmad, Digga, hör auf, bitte. Nachdem Ahmad jetzt also ein 18-Minuten-Video darüber gemacht hat, wie unfassbar gefährlich Gönnergy ist, das Ganze auch im Titel steht und im Thumbnail extra nochmal Exposed hingeschrieben wurde, obwohl es wurde nichts Exposed, es waren ja alles öffentlich einsehbare Informationen, sagt Eben. Er am Ende seines Videos das hier. Gönnergy ist per se kein gefährliches Produkt. Das, was es gefährlich macht, ist die Vermarktung an die gewissen Zielgruppen. Also ist das Produkt... Alter, also ist das Produkt doch nicht gefährlich, aber die Vermarktungsstrategie ist gefährlich. Och Bruder, ich schwöre, das klingt schon wieder wie so Politikergeschwätz, Digga. Ich schwör's, Jetzt gefährlich oder nur wie damit geworben wird? Das ist ein riesiger Unterschied. Da raste ich schon also ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so ganz, was er von uns wollte. Also sorry, aber offensichtlich ging es Ahmad doch einfach nur darum, Monte 1 auszuwischen. Es gab schon andere Produkte, die man da hätte genauso kritisieren können. Red Bull und so weiter, da gibt es 1000 Dinge mehr, die man kritisieren kann, dass er sich genau jetzt Gönnergy raussucht. Nachdem Monte in mehreren Reactions negativ über ihn gesprochen hat, ist für mich einfach kein Zufall. Denn Ahmad ist, und das habe ich schon von einigen Leuten privat gehört, wahrscheinlich so ein bisschen narzisstisch. Kann ich mir zumindest... Ja, unter anderem, und der hat mega einen Stock im Arsch. ...vorstellen, ich bin kein Psychologe. Er ist sehr krass von sich überzeugt, denkt, seine Videos sind krass und Monte, wo er sich wahrscheinlich freuen würde, wenn er einige Reactions bekommt, mag ihn einfach nicht. Tut mir leid, dass sich das Ganze so triggert, Bro. Ich gehe mir jetzt einen weiteren Gönnergy gönnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, das fühle ich von Dings, das fühle ich von Kuchen wirklich. Na gut, Leute, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Man sieht sogar Video. Oh lol, Bot hat da schon drauf reacted. Ah ja, das schaue ich mir gleich noch selber an. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, nächstes Mal Kommentar mal hier durch. Dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.